Haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe.
eiskalt. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Ich grüße Sie. Oh, hallo. Haben Sie die Totems bei einigen der Höhlen gesehen? Seien Sie an solchen Orten vorsichtig. Sieht stumpf aus. Es heißt, Sophia hätte sie fast erschossen. Sie hat Glück. Sie trifft sonst immer. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Hallo. Ich grüße Sie. Jacob vertraute mir. Das genügt. Keine Sorge wegen uns. Wir sind vorbereitet. Viele von uns haben für die Sowjets in den Minen gearbeitet. Selbst nachdem wir sie vertrieben hatten, starben sie an einer seltsamen Krankheit. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können Sie viel machen. Hallo. Wie lange wollen Sie denn bleiben? Der letzte Sturm hätte nicht ungünstiger kommen können.